Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, vielleicht ja der letzten Folge von Overland. Wir sind mit unseren Hundis unterwegs, denen geht's gerade gar nicht mal so gut. Ui, leider haben wir keine Heilung. Okay, wer bist du denn? Kokoa, bist du uns? Achso, den haben wir wohl mit eingesammelt. Entschuldigung, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Gut. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Und wir sind hier im letzten Stück tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas mitnehmen sollten oder jetzt einfach lostappen sollen. Wir können hier rausrennen. Hier gibt es auch nicht wirklich was zu holen, oder? Komm, wir gehen. Wir gehen weiter schnell. Mit unserem verletzten Husky. Oh, der Arme. Tschüssi. Bin gespannt. Nicht, dass das Spiel jetzt tatsächlich vorbei ist. Nee, Tag 10. Es geht noch weiter. Wir haben ja kein Auto mehr. Das wurde... Ja, das mussten wir unfreiwillig stehen lassen. Sagen wir es mal so. Oha. Hier ist so ein schönes Auto. Können wir das nicht mitnehmen? Wie komme ich denn hier vorwärts? So. Winselt. Klingt nicht gut. Hier schwebt auch irgendwas rum. Ich weiß nicht. Lass das mal lieber da. Okay, zu beenden. Mal sehen, was passiert. Ich weiß halt immer noch nicht, was diese kleinen Viecher hier machen. Aber ich habe irgendwie Angst vor ihnen. Deswegen gehe ich ihnen lieber aus dem Weg. Ja gut, er kommt eh nicht hinterher. Aber er wird ja mitflüchten, wenn wir flüchten. Und tschüssi. Es gibt wirklich nichts zu holen. Interessant. Ich meine, an sich, ich wäre ja auch eher von dem Schlimmsten weggefahren, aber es kommt mir so vor, wir sind eher drauf zugefahren. Also ich meine, am Anfang war ja tatsächlich am wenigsten los mit Aliens und dann kamen immer größere Aliens auf unserem Wege und mittlerweile, naja, ist hier nicht mal mehr Städte und Straßen zu erkennen, es ist wirklich nur noch komisches Zeug, komische Alienflora und Fauna. Also so richtig bin ich mir nicht sicher, warum wir das eigentlich gemacht haben. Wie gesagt, ich wäre weg von dem Zeug. Aber wir sind drauf zu. Oh Gott, lasst mich bitte in Ruhe. Tschüssi. Oh Gott, da kommt gar nicht hinterher. Oh. Gut, dass man nicht mit allen dahin flüchten muss. Das hätte jetzt ewig gedauert. Ich hätte ihn wahrscheinlich zurücklassen müssen. Tag 11. Das ist so seltsam, ne? Hier passiert ja auch gar nichts mehr. Also die Viecher sind einfach zu umgehen. Es gibt nichts einzusammeln. Die Stimmung ist aber irgendwie immer noch, oder jetzt sogar noch bedrückender irgendwie durch die Musik und dieses Setting hier. No. Das ist ein bisschen unschön. Okay, wir kommen weg. Vielleicht tun die uns auch gar nichts, kann gut sein. Vielleicht sind die ganz lieb. Und ich mache mir ganz umsonst Sorgen. Das sieht ein bisschen aus, als wären wir unter Wasser, die Pflanzen halt. Die Flora hier. Das sieht ein bisschen aus, als wären wir unter Wasser. Hm, okay. Mal hier da lang. Komme ich hier durch? Ich weiß es nicht. Okay, komm dran vorbei. Hier auch. Ich lasse ihn mal einfach da. Lieber mal nicht so nah an die Alien ran. Und tschüss. Mache ich irgendwas falsch? Sollte ich vielleicht doch irgendwas hier kaputt machen, einsammeln? Soll ich die Aliens vielleicht kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ob ich tatsächlich vorwärts gehen soll einfach oder irgendwas noch nebenbei tun soll. Ich komme mir so vor, halt als würde... Oh, doch. Okay, es passiert wohl doch was. Zumindest haben wir ein Lagerfeuer gefunden. Und die Küste. Oh. Die Küste haben wir hier. Okay. Wir können uns bewegen, wie wir wollen. Das heißt, hier passiert auch nichts. Ich hole mal alle zum Lagerfeuer. Soll ich ein Lagerfeuer entzünden? Kann das sein? Ich weiß aber nicht, ob ich das zum Brennen bringen kann, ehrlich gesagt. Wir sammeln mal auf.
Ist auch irgendwas. Ach, hier sind überall nur Stöcke. Okay. Moment. Okay, wir sollen das Lagerfeuer anzünden. Das ist, glaube ich, richtig so. Vielleicht rettet uns gleich ein Boot mit anderen Hunden. Mal schauen. Menschen haben wir hier nicht. Ah, bauen. Wir können schon. Warte. Wie auch immer wir das jetzt anzünden, ich weiß es nicht, aber es scheint zu gehen. Okay. Wir sind wohl am Ziel. Das letzte Lagerfeuer geschafft. Edward. Was? Ja, Terz? Sieh da, das Ende naht. Jetzt können die Hunde auf einmal sprechen. Wie immer spricht deine Stimme die Wahrheit, Terz. So heißen die Hunde gar nicht. Lass uns darüber nachdenken. Gemeinsam. Der Hund heißt doch Kokoa oder so. Nee, ist doch nicht. Naja, egal. Okay, wir haben es durch, oder? Ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft mit Hunden. Wohlgemerkt. Nicht mit den Menschen, wir haben es mit den Hunden geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Macht schon Spaß. Jetzt wäre natürlich das Ziel, ich meine, wir haben es ja nicht von vorne bis hinten durchgespielt mit einer Crew. Wir sind ja irgendwo dann in der Mitte immer gestartet, soweit wie wir halt in der Vorrunde kamen, da haben wir mal angefangen. Jetzt müsste man quasi, ja, jetzt wäre so das eigene Ziel natürlich von ganz, ganz vorne bis einmal nach hinten durch mit einer Crew. Aber ich glaube, das traue ich mir nicht zu. Also ich glaube, ich würde das nicht schaffen. Aber jetzt haben wir ja auch alles gesehen. Klar, dadurch, dass ja die Karten immer anders sind, man anders spielen kann. Moment, ich muss niesen. So, ich wollte gerade darauf hinaus, man kann das Spiel immer und immer wieder spielen. Das ist das Schöne daran. Es war an sich sehr kurz. Aber, ja, Wiederspielwert, denke ich, ist auf jeden Fall gegeben, da man ja immer wieder rumprobieren kann. Man kann das mit den Hunden machen oder mit den Menschen, das finde ich auch sehr schön. Ja, man kann immer wieder neu spielen. Es gibt immer wieder neue Karten mit neuen Herausforderungen. Teachers and Stuff. Mhm. Schönes Spiel. Wirklich ein schönes Spiel. Schönes kleines Ding. Hat mir sehr gefallen. Es braucht manchmal gar nicht so viel. Man braucht manchmal nicht so 100 Stunden Spielspaß in einer riesigen Open World. Manchmal sind es auch die kleinen, ja, solche kleinen Gelegenheitsspiele, die man so mal zwischendurch spielen kann, die auch durchaus ihren Charme haben. Die ich auch tatsächlich einfach mal zwischendurch auch brauche. Ich finde das Logo total schön von den Entwicklern hier. Finji. Voll süß. Mit dem Marder hier. Oder Wiesel oder weiß ich nicht. Aber niedlich. Ja. Haben wir es geschafft? Ja, hier haben wir nämlich gestartet uns. Aber eigentlich sind wir echt weit. Also guck mal, uns haben ja nur die zwei Anfangsdinger hier gefehlt, die ja auch sehr easy waren. Eigentlich. Und das ganze Stück hier haben wir mit den Hunden zurückgelegt. Also ganz ehrlich, wir hätten das wahrscheinlich auch von vorne geschafft. Wir sind denn diese ganzen Hunde? Die habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Also die drei hier haben es geschafft. Da, die mit der Sonne. Ein paar andere mussten wir leider zurücklassen. Ein paar sind gestorben. Zwei sind gestorben. Ja. Wir hatten einen nicht geringen Verschleiß, würde ich sagen, auf unserer Route. Wow, ich wusste gar nicht, dass wir unterwegs so viele Hunde mitgenommen haben. Teilweise haben wir die auch nur angequatscht, kurz eingeladen, dann haben die was für uns gemacht und dann haben wir sie stehen lassen, weil die einfach nicht in unser Auto gepasst haben. Deine Reise ist zu Ende. Sind das die Erfolge, die wir errungen haben zwischendurch? Wahrscheinlich. Das hier war, glaube ich, das letzte Lagerfeuer. Das hier weiß ich nicht. Okay, dann sind wir hier. Kann ich die einzelnen Etappen? Nee, die kann ich nicht sehen. Ohne Sprit 9, zurückgelassen 5. Aber es sind noch mehr Hunde zurückgelassen. Stopp 37, Tag 10. Waren wir nicht schon bei Tag 11 eigentlich? Na gut. Fertig.
Ja, 10 Minuten, das ist jetzt ein bisschen doof. Die anderen Folgen waren so extrem lang. Was ist denn das hier? Abzeichen? Ah, guck mal, was wir schon geschafft haben. Ah nee, das klaue Gegenstand aus einem Lager. Einbruch, aha. Ein paar sind hier auch noch offen. Wenn man die natürlich noch kriegen möchte, lohnt es sich ja auch nochmal zu spielen. Ich bin jetzt aber nicht so der Abzeichensammler, muss ich zugeben. Das Ende der Welt. Sehr schön. Okay. Aufzeichnungen, was haben wir da? Ach so, hier kann ich gucken, wie ich gespielt habe mit den Hündchen. Warte mal, kann ich auch die anderen sehen? Ach ja, tatsächlich, hier zwei Leute Hündchen, ja, hier fast geschafft gehabt. Das war die erste Runde, ne? Ja, genau, die erste Runde, nicht mal einen halben Meter weit gekommen quasi. Dann hier schon deutlich weiter und dann mit den Hündchen, ja, das ganze Ding fertig gemacht. Sehr gut. Also Hunde sind hier der Schlüssel. Ja, haben wir es leider schon durch. Ich fange jetzt nicht nochmal an. Wir lassen das jetzt damit. Sonst, ja, wären es halt nochmal so viele Folgen. Ich würde jetzt hier wirklich gerne dann das Let's Play, eigentlich witzig, es war ja mal als angezockt gedacht, aber es hat mich dann doch mehr gefesselt, als ich dachte. Ich wollte es dann doch gerne schaffen und bin jetzt auch froh, dass wir es gemacht haben. So lange hat es ja nicht gedauert. Ja, dann schön, dass ihr dabei wart. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Let's Play, das Spiel fandet, ob ihr euch mittlerweile das Spiel selber zugelegt habt oder vielleicht schon vorher sogar zugelegt habt und auch selbst schon durchgespielt habt. Alles gerne in die Kommentare. Und ja, dann hoffentlich bis zu einem anderen Let's Play angezockt oder was auch immer. Also, bye bye.